Nicht zu fassen! Das legendäre Drachen-Pokémon, auferstanden in unserer Zeit. Diese Typ namens N. Es sieht so aus, als habe der Anführer von Team Plasma das Pokémon aus der Legende auferstehen lassen. Und bevor er damit weggeflogen ist, hatte er Kevin noch aufgetragen, das andere legendäre Pokémon zu finden. Was? Es gibt zwei legendäre Drachen-Pokémon? Ja. Da will ich mich gar nicht äußern, wie dumm diese Frage ist. Ganz recht! Lauro! Lauro, lange nicht mehr gesehen. Wie geht es denn? Wie ist es dir denn so ergangen? Keine Zeit für Höflichkeiten. Dieser gigantische Blitzstrahl, der vom Turm ausging. Ein Pokémon, das stark genug ist, um die Welt zu vernichten. Und der Mann, dem es gehorcht, befiehlt allen, die Pokémon aufzugeben. Furcht und Schrecken oder Verehrung und Anbetung. Wie dem auch sei, die Welt könnte sich jetzt wirklich wandeln. Zu einer Welt, in der wir bald nicht mehr Seite an Seite mit dem Pokémon leben. Du hast recht. Und Ende Anführer von Team Plasma hat Seacrum wiederweckt und uns aufgetragen, das andere legendäre Pokémon Reshiram zu finden. Die Legende besagt, dass Seacrum Blitze spiegeln und zusammen mit dem zweiten Drachen-Pokémon das alte Einer im Nu vollends verwüstet habe. Und obwohl N das weiß, will er die beiden wieder vereinen? Was? Aber es ist doch total gefährlich, ein so starkes Pokémon wiederzuerwecken. Du bist echt ein liebes Mädchen, aber keiner weiß, ob man es mit einem anderen Pokémon aufhalten kann. Schließlich ist es ein legendäres Pokémon. Ich tue zwar ungern, was dieser N sagt, aber den Drachen, den Stein zu suchen, ist keine schlechte Idee. Kaum auszudenken, was passiert, wenn N ihn zuerst findet. Ich bin weit gereist und vermute mal, dass wir ihn im alten Palast finden. Los, Freunde, gehen wir. Gut verstanden, ich überlasse ihn also euch. Ich werde mich im Inneren des Turmes umsehen, hoffentlich finde ich etwas. Ich werde dich begleiten. Ich glaube, ich verstehe. Stärke ist jetzt in diesem Moment etwas für die Pokémon tun zu können. Überhaupt etwas für irgendjemanden tun zu können. Und meine Stärke verdanke ich den Pokémon. Los, Champ, gehen wir. Jo. Ach nee. Belle, die Belle will doch was von mir. Bleibt immer am Schluss bei mir übrig, oder? Kevin, es wird immer vertragter. Ich bin irgendwie ganz durcheinander. Kevin, du gehst jetzt doch jetzt zum alten Palast, oder? Nimm Route 4 bis zum Wüstenresort. Was? Nimm Route 4 bis du zum Wüstenresort kommst. Ganz am Ende liegt der Palast. Ja, da waren wir ja schon. Okay, dann kehren wir einfach mal zurück in den alten Palast. Aber zuvor müssen wir unsere Pokémon healen, sehe ich gerade. Okay, gehen wir nach Rayono City. Oder was heißt hier gehen? Wir fliegen! So, hier sind wir wieder in Rayono City. Und damit sage ich auch willkommen bei Part... keine Ahnung. 27, glaube ich. Ah ja, hi meine Pokémon. Schnauze, quatsch mich nicht voll. Quatsch mich nicht voll, Schlampe. Nein, ich komm nicht wieder, leck mich am Arsch. Ich geh jetzt und komm nie wieder. Und du bist am Arsch. Ja gut. wo geht's denn jetzt raus? Hier glaube ich nach rechts, ne? Ja genau, hier geht's raus. Warum benutzen wir unser Fahrrad nicht? Fahrradfahren ist immer schön. Außer im Winter. Und wir haben Winter. Okay. Nein, nein, nicht da, sonst tauchen Pokémon auf. Wir müssen dann wieder unseren Schutz einsetzen. So. Ah! Du! Nervensäge! Lass mich in Ruhe! Tschüss! Moment, muss absteigen, weil hier ist ein bisschen ungünstig. Da kann man leicht ins, in den Sand gelangen, wo Pokémon auftauchen mit dem Fahrrad. So, netter Schutz, komm her. Jetzt kommst du zum Einsatz. So. Tauchen keine wilden Nervensägen auf.
die sich Pokémon nennen. So. Wüstenrisser! Und es laggt! Wir waren ja noch nie im Dex-Mume-Emulator in der im Wüstenresort, wir waren ja da nur mit dem No Cash GBA hier. Stopp, Kevin! Was willst du? Willst du kämpfen oder was willst du? Dort ist der Eingang zum alten Palast. Echt, hätte ich nicht gedacht, naja. Du bist wirklich unglaublich, Kevin. Du hast es tatsächlich noch vor mir bisher geschafft. Die Kämpfe gegen die Pokémon hier im Wüstenresort haben mehr Zeit und Mühe gekostet, als ich erwartet hatte. Ich verdanke es meinem Pokémon, dass ich es bis hierher geschafft habe. Laura ist schon vorgegangen. Los, lass uns keine Zeit verlieren. Ja, komm. Unnötiges Gequatsche. Hier sind wir wieder im alten Palast. So, wir müssen jetzt hier lang. Mit dem Sand. Was? Das mit dem Sand hat sich erledigt. Du kannst jetzt nach unten gehen. Dankeschön. Gehen wir nach unten. Oh nein! Meister Jesus will es so. Es geht nun herauszufinden, wie stark du wirklich bist. Dann zeig doch mal, ob du das Zeug dazu hast, den Plasma zu schlagen. Okay. Oh, da ist schon einer. Hi, den Plasma-Typ. Ich habe schon viel über dich gehört. Du sollst deine Pokémon ja regelrecht schinden. Ich schinde meine Pokémon? Was redest du da? Hast du irgendwas genommen, dass du sowas denkst? Team Plasma Rüpel. Guck mal da! Schon wieder scheiß Gegner. Okay, Durchbruch, komm. Ich glaube, Karadonus ist jetzt das Pokémon mit dem höchsten Level, kann das sein? Muss ich es ja glatt wechseln. Aber gegen Team Plasma ist es ganz schön gut. Ihr lasst es mal draußen. Und der Zahn durchbruch. Ja! Und tschüss. Rock-Hey-Man. Schon wieder ein Rock-Hey-Man. Oh man. Alle unsere Pokémon haben Level 40, unser schwächstes ist Cyrogen mit Level 41. Unglaublich, aber wahr. Wir haben unsere Pokémon ein bisschen überlevelt. Das liegt auch daran, weil wir nur 5 Pokémon momentan in unserem Team haben. Das 6. wird noch kommen. Kommt leider sehr spät, unser 6. Team Pokémon. So, aber wir werden es noch vor der Liga bekommen, das kann ich euch garantieren. Aber sehr knapp vor der Liga. Ich werde jetzt kennt ihr schon ein paar Profis unter euch. Es ist ein Drachen-Pokémon und so. So, Kevin hat das Item Top-Trank gefunden. Dankeschön. So, das ist jetzt ein Labyrinth, kann man sagen. Hier muss man entscheiden, ob wir lieber in den Treibsand fallen wollen oder ob wir weitergehen wollen. Komm schon, du musst verlieren, damit deine Pokémon glücklich sind. Ey, Pokémon sind glücklich, wenn ich verliere. Ja gut, ich wäre eher traurig, wenn ich ein Gefangener eines Sohn Irren wäre. Surokex, ja komm. Du bist doch scheiße, Surokex. Da will ich jetzt nicht lang rummachen. Durchbruch, komm. Ah. Also Kampf-Pokémon sind gegen Team Plasma echt Burner. Level 44 für Chuck Norris, unser stärkstes Pokémon momentan. Guck mal da! Ja, wir haben keine andere Möglichkeit. Wir können hier eine Kampfattacken verwenden, die hier vom Vorteil sind. So, Durchbruch. Und wann lernt Karadonis eine starke Attacke? Turmkick oder sowas? Oder Nahkampf oder Kraftkoloss. Wir haben auch recht. Muss ich im Wiki nachschauen. So, ich gehe mal da weiter. Wenn wir nicht rennen, fallen wir auch nicht ins Treibsand. Wenn wir rennen, fallen wir ins Treibsand. Das ist der Trick daran. Der Wandel dieser Welt kann nur unter großen Mühen und Schmerzen geschehen. Alter, Leute, wahnsinnige hier in diesem Turm, in dieser Ruine. Und die Frauen sind hier am verrücktesten bei Team Plasma. Fällt mir auf. Was ist das?
Das ist doch Müll, sowas! Also, die haben doch nur Müll-Pokémon! Oh Gott! Die Plasma, ihr wolltet mich verarschen? So, Stärke! Weg mit diesem Scheiß da, oder was auch immer das sein soll. Flare Smog. Statuswendungen wurden aufgehoben. Oh, die ist nicht schlecht, die Attacke. So, tschüss, den Müll haben wir jetzt beseitigt. Und es gibt sogar noch EP, weil er Müllhaufen besiegt hat, oh Gott. So, hier ist noch ein Item. Spukball! Die bringen das sofort unserem Adventi bei. So, schauen. Spukball, 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 Ladestrahl, Akrobatik, Blitz, Donnerwelle, Gyroball. Wo ist Spukball? Spukball! Spukball! Hallo Spukball! Hier ist Spukball. So, Adventi, Adventi, Adventi. So, welche Attacke vergessen wir denn? Ich vergesse mal, Inferno, komm. Inferno ist nicht so besonders heftig. Okay. Und Birdie will ich noch behalten, weil wir die kombinieren können mit der, Mit der Irrlichtattacke. So, wo sind wir jetzt? Ist noch ein Team Plasma, eine Team Plasma-Schwuchtel. Würde ihr das eine Pokémon freilassen, müsste sich keiner mehr um den Sieg oder Niederlage streiten. Wo bleibt denn dann der Spaß? Pokémon-Spiel macht doch Spaß! Warum sollen wir alle freilassen? Verstehe ich nicht. Naja. Okay, der hat nur ein Pokémon. Ich sag dazu jetzt nichts mehr. Ich weiß, dass wir in der Wüste sind und dass hier jetzt auch viele Pokémons auftauchen, aber die sind doch schwach! So schwach, Leute! Bam! Da genügt nur ein Hieb und tot sind sie. Seht ihr das? Gott, ihr nervt mich, ihr Team Plasma Schwuchteln. So, hier geht's lang. Ein Top-Beleber. So, jetzt müssen wir hier lang. Hier ist noch eine Schwuchtel. Es ist nun mal unmöglich, für einen dummen Trainer das Potenzial der Pokémon auszuschöpfen. Oh, er hat mich beleidigt. Also sie hat mich beleidigt. Drei Pokémon, oh man. Keine, nichts Neues, nur Cleopatra. Cleopatra. Passt ja auch, wir sind in der Wüste, Cleopatra. Cleopatra, ihr versteht schon. Oh, das ist nur eine Verzögerung. Hat nur ein, zwei KP abgezogen. So, tschüss. Cleopatra ist nicht mehr Cleopatra. Oh Gott, schon wieder ein Müllhaufen. Ne, Quatsch, Müllsack ist das. Komm, Saiyajin hat nur Level 41. Saiyajin! So, Surfer. Und tschüss. Und das tue ich, ich lasse mal Paradonas an der ersten Position. Und hier schon wieder ein unserer Tytox. Wieder ein Müllhaufen, ein Müllsack. Müllsack mit zwei Krallen oder was weiß ich. So, tschüss. Oh, wie dumm. Hier ist ein Item. Muss Item einsammeln. Es ist ein AP Plus. So, zack. Nein, ich will nicht sterben. Nein. Das wär's, ist kein Doppelkampf, leider. Hätte man aber machen können. Wir kämpfen für unseren jungen König. Nicht mehr und nicht weniger. Er hat 2, okay, das reicht. Ein Trainer Level 2. Wollte ich ja schon ab der Gelben mir angewohnt, dass ich immer Level 2 sage. Ja, das versuche ich mir jetzt echt anzugewöhnen. So, Durchbruch und jetzt leckt es ein bisschen. Aber was soll's. Und tschüss.
Chuckanus hat schon fast Level 45. Ein sehr bequem Level 44. Gigasauger, lernt's. Naja, Gigasauger bin ich nicht so begeistert von, weil Zeppelin spielt ja eher auf physischen Angriff. Ich vergesse aber trotzdem mal die Attacke Pflanzsäulen. Ja, genau, das mache ich. Weil Pflanzsäulen ist auch spezial, aber Gigasauger ist halt stärker. So. Zurockhex. Mal schauen, wir haben Adventi Level 44, ich habe Neues Level 44, Adventi Level 43, Streifi Level 42. Ja, komm, ich hau mal Streifi rein. Ein bisschen Abwechslung reinbringen. Streifi! Zurockhex! Donnerblitz! Boah! Hat überlebt! Aua, zermürben. Was kann die Attacke eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Verstampfen wir dieses, keine Ahnung, Viech. Das aussieht wie Zorro. Und tschüss. Eure Majestät, ich bin untröstlich. Hat er irgendwas genommen? Die haben alle irgendwie was genommen, fällt mir auf. So, und hier ist eine Frau, die ebenfalls was genommen hat. Ich werde niemanden tolerieren, der anderen Ideale verfolgt als wir. Oh Gott, Trainer Level 2. Die Glasmarüke Level 2. Eine weibliche. Immer die gleichen. Scheiß Pokémon. Scheiß Pokémon. Diese gleichen Pokémon regeln mich auf. Mich auf. So, weg erstmal mit Stärke. Diesen Müllsack weg. Müllsack weg. So, diesen Müllsack hätten wir entfernt. Jetzt kommt ein Kleopatra. Das ist ihre Hauskatze. Oh Gott, Chuck Norris, komm. Ist doch kein Gegner für Chuck Norris, also. Eine Katze gegen Chuck Norris, wer gewinnt? Richtig, Chuck Norris. So, tschüss. Und Level 45. Rapid Schutz. Naja, hilft nur bei Doppelkämpfen was. Ich find's nicht so besonders. Vom Vorteil, so. Nein, nicht erlernen. Also ich sag mal kurz, euch kurz, was die kann. Schutzanwender und Mitstreitern vor gegnerischen Erstschlagattacken. Geht bei wiederholten Einsatz oft daneben. Das ist für Doppelkämpfe geeignet, aber in diesem Spiel gibt es nicht so viele Doppelkämpfe, deswegen lasse ich es mit Rapid Schutz. Ah, sowas toleriere ich nicht. Doch, du musst. Intolerante Sau. Endlich eingeholt. Los, kommt her zu mir. Sieh an, sieh an. Da ist also die ganze Bande versammelt. Ihr gebt euch ja redlich Mühe, Reshiram, das zweite Drachen-Pokémon, zum Leben zu erwecken. Doch den Lichtstein, den ihr sucht, findet ihr hier nicht. Nun denn, fühl dich geehrt, Kevin. Unser König hat dich auserkoren. Sollte dein Herz von dem eitlen Wunsch beseelt sein, dass Menschen und Pokémon weiterhin zusammenleben sollen, so mache dich rasch auf, das andere Drachen-Pokémon zu finden, von dem die Legende erzählt, und erlange seine Anerkennung. So dann wirst du unseren König in einer letzten entscheidenden Schlacht gegenübertreten. Versagst du, so werden die Posaunen unseres Sieges ertönen. Und die Kunde vom Ende der schmählichen Knechtschaft, unter welcher die Pokémon durch Menschenhand zu leiden hatten, in alle Lande tragen. Wir von Team Plasma werden den Pokémon die Freiheit schenken. Ihnen die Freiheit schenken? Wünschen sich diese Pokémon denn, von ihren Trainern getrennt zu werden? Den Menschen ihre Pokémon zu rauben, ist das, was ihr unter Freiheit versteht? Hört, hört, Champlau höchstpersönlich wählt sich zu Wort. Nachdem vor einigen Jahren dein liebstes Pokémon einer schweren Krankheit zum Opfer gefallen ist, hast du dich aus der Welt der Wettkämpfe zurückgezogen und den Top 4 befohlen, fortan an deiner Stadt über die Pokémon-Liga zu wachen. Seitdem durchstreifst du ziellos die eine Region.
Und obgleich dich ein was ob und obgleich dich ein so unerbitterliches Schicksal erteilt hast, möchtest du denn noch die Welt bewahren, so wie sie ist? Diese Welt, in der Pokémon und Menschen zusammenleben? Wir von Team Plasma und unser König wird den Menschen von einer beweisen, dass er stärker ist als der Champ, den die Pokémon zu knechten, ne, nur knechten will. Und genau wie einst der Held der Einer gegründet hat, wird auch unser König mit dem legendären Pokémon an seiner Seite die neue Welt bestimmen. Seine Majestät wird allen Trainern befehlen, die Pokémon freizulassen. Zu diesem Zweck haben wir bereits für das legendäre Zekrom und für unseren König ein angemessenes Schloss errichtet. Ich werde siegreich sein. Für alle Trainer, die ihre Pokémon lieben, und für alle Pokémon, die ihren Trainer vertrauen. Seine Majestät hat keinerlei Interesse an dir. Er sieht in dir nur einen weiteren Gegner, den er besiegen wird. Bist du hier geblieben, nur um das mir zu sagen? Beleidigungen kannst du dir sparen. Ihr Hater da draußen auch. Das tut mir unrecht, Laura. Allein die Güte, die meine Seele wohnt und zutiefst empfundenes Mitgefühl, ja aufrichtige Nächstenliebe legen mir diese gut gemeinten Worte in den Mund und möchte dir lediglich die unnötige Pein und vor allem jene Schmach ersparen, die dich gewiss für den Rest deines Lebens plagen würde. Jedoch muss ich zu meiner Schande gestehen, dass der Anblick verzweifelnder, ja gebrochener Menschen, insbesondere die ermattete von tiefer innerer Leere, was kündende Dunkelheit vor ihren Augen, mich in einem Zustand überschwänglicher Freude versetzt, den sich nur schwer in Worte fassen lässt. Nun denn, der Friede sei mit dir. Laura, was hast du jetzt vor? Ich kehre zu Pokémon Liga zurück und stelle mich in. Allerdings ärgert es mich, dass damit genau nach dem Wunsch von Jesus zu handeln. Und was ist mit dem Lichtstein? Laura, gehen wir doch erstmal nach draußen. Ja, gute Idee. Hier ist die frische Luft zu stickig. Hier ist die Luft zu stickig. Da fehlen mir glatt die Worte. Das werde ich Ihnen nie verzeihen. Was mag dieser zwielichtige N bloß im Schilde führen? Möchte er durch einen Sieg im Kampf der beiden Drachen-Pokémon beweisen, dass er im Recht ist? Der Visitor heißt da klingelt. Didit. Kevin nimmt den Anruf an. Kevin? Hallo Kevin, bist du da? Ah, endlich habe ich mir um deine Strippe. Was? Endlich habe ich dich an meiner Strippe. Hör mir jetzt gut zu, Kevin. Lass alles stehen und liegen und komm auf der Stelle zum Museum vom September City. Auf der Stelle, hörst du? Ich meine das sehr ernst, in Ordnung? Los, nimm die Beine in die Hand. Ich konnte die Stimme der Tochter von Ebert Esche bis hierher hören. Sie schien erfällig und mit den Nerven am Ende zu sein. Was mag denn nur vor sich gehen? Ich mache mich sofort auf den Weg zum Museum von Septerna City. Und ich? Ich werde nochmal den alten Palast eingehen und die Lupe nehmen. Ich kann und will einfach nicht glauben, was dieser Scharlatan von Jesus sagt. Begib dich jetzt am besten schleunigst zum Museum von Septerna City. Ja, machen wir auch. Pokémon. Taubenuss fliegen nach Septerna City ist hier, ne? Und okay. Und tschüss, Sharon. Auf nie mehr Wiedersehen. So, okay. Septerna City. So, da sind ja schon alle versammelt. Laura hat mir bereits über alles aufgeklärt. Du bist ja in einem ordentlichen Schlamassel geraten, Kevin. Redest du hiervon? Das ist doch der alte Stein, der im Wüstenresort gefunden wurde. Genau, aber hat er tatsächlich etwas mit diesem Drachen-Pokémon zu tun? Gewiss. Bei meinen Nachforschungen über die Drachenstiege habe ich herausgefunden, dass er in ihren Materialien verbaut wurden, auf die derselben Epoche hinweisen, aus der auch dieser Lichtstein stammt.
Das waren eigentlich meine Nachforschungen. Boah, das ist echt gute Arbeit. Aber dann... dann können wir wirklich von Glück reden, dass Team Plasma vorhin nicht auf diesen alten Stein aufmerksam wurde, oder? Das kannst du laut sagen. Wir können jetzt wohl ganz sicher davon ausgehen, dass diese Halunken den Draco-Schädel gestohlen haben. Weil sie vorhatten, das legendäre Drachen-Pokémon wieder zu erwecken. Na gut, Kevin, dann nimm du das jetzt an. Einen Augenblick, Kevin! Wenn du den Lichtstein an dich nimmst, bedeutet dies, dass du dich einem Kampf stellen musst. Wenn mir etwas zustößt, bist du dir darüber im Klaren, ja? Dann nehme ich das als Beweis für deine Entschlossenheit. Gut, dann pass schön drauf auf. Hier, nimm. So ist das also. Dann birgt der Lichtstein also die Macht, dem Pokémon uns im Notfall die Chance auf eine vollkommene Zukunft zu bewahren. Versprich mir gut darauf Acht zu geben. Kevin, halt den Lichtstein! Lichtstein halten, yes! Okay. Und wie bewerkstelligen wir nun das aus dem Stein des Drachen-Pokémons? Was? Wie bewerkstelligen wir nun das aus dem Stein des Drachen-Pokémon erwacht? Wie mein? Ja, also. Ich hab's. Warum fragen wir nicht einfach einen Experten? Ja, aber ja, ich weiß genau, wen du meinst. Kevin, ich werde mich auf den Weg nach Twin Drake City machen. Der Arena-Leiter dort kämpft mit Drachen-Pokémon. Vielleicht kann man uns dort ja weiterhelfen. Ich gehe schon mal voraus. Ich gehe schon mal voraus und warte auf dich. Bis bald. Lauro setzt Fliegen ein und fliegt ins Nimmerland. Hey! Natürlich, ihr habt recht! Es ist unmöglich, dass Lysander aus Twin Drake City. Es ist möglich, dass Lysander aus Twin Drake City etwas weiß. Kevin, vergiss bitte niemals, dass deine Pokémon stets an deiner Seite sind. Wir begeben uns jetzt zurück ins Labor, um uns das Drachen-Pokémon über das Drachen-Pokémon schlau zu machen. Wir werden prüfen, ob es eine Methode gibt, mit der man sie wiederwecken kann. Nur keine Angst. Wenn du in eine Klemme geraten sollst, eilen wir dir sofort zur Hilfe. Viel mehr als dass die Situation offenbar ziemlich angespannt ist, habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Weißt du eigentlich, wie du nach Twin Drake City gelangst, Kevin? Wenn du von Nevaio City aus die Zylinderbrücke überquerst, wirst du schon so gut wie dort. Wenn dir meine Wegbeschreibungen aber noch nicht reicht, dann wirf am besten einfach einen Blick auf die Karte. Ja, später. Fliegen wir erstmal nach Dingsbum City. Fällt mir der Name nicht ein. Nevaio City, glaube ich, ne? Nevaio City, ich hatte recht. Juhu! So, I'm flying away. Okay. Ab ins Porno-Center, Pokémon-Center. So, Pokémon heilen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Deine Pokémon sind wieder fit. Oh mein Gott, sie sind wieder fit. Hätte ich nicht gedacht. Okay, tschüss. Schutz wirkt nicht mehr. Echt informativ, danke. Haben wir ja super verwenden können. So, jetzt müssen wir nach Twin Drake City. Hi, ich kenne den Stadtnamen. Juhu. Hier ist ein Silo. Okay. Das haben wir ja noch gar nicht gesehen. Und ansonsten ist hier ein Häuschen. Da bin ich ja völlig aus dem Häuschen. Haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Wir waren ja noch nicht drin, also gehen wir mal rein. Hey du, du bist verhaftet. Bleib stehen. Stehen bleiben. Früher hatte mein Papa im Ausland einen ganz tollen Job. Wem interessiert das? Willkommen! Ach ja, die ehemaligen Arbeitskollegen meines Herzblattes haben uns so viele Geschenke mitgebracht. Ich wäre ein Unmensch, wenn ich sie nicht mit dir teilen würde. Ein Wutkeks. Ah, jetzt bin ich wütend. Jetzt bin ich wütend. Diese Wutkekse sind das bevorzugte Naschwerk eines ehemaligen Arbeitskollegen meines Schatzileins. Hello, I'm a Mitglied of Team Rocket. A long time ago, Team Rocket verschwand without a Spur.
Ich dachte bei myself, oh no, what sollen ich denn now machen? Also bin ich gegangen back in meine country to make my eigen Team Rocket. But we treffen love von meinem life und now I'm Mick married. My happy family life is die coolste Ding von die ganze Welt. Ach, das ist der Team Rocket Ding aus Soul Silver, der in Kanto da irgendwas in einem Azuria City gemacht hat. Ah ja, okay. Das wusste ich nicht. Haben wir ja nicht Let's Played, so Silver, Hearth, Gold und so, aber das werden wir auch noch Let's Played, ne? Das kann ich euch versprechen. Gut, wir müssen jetzt hier lang, um in die nächste Stadt zu kommen. So, wir sind jetzt auf Route 8. Die erkunden wir allerdings im nächsten Part. Bis dann und gute Nacht.